Im Prozess um die Ermordung des Kreml-Kritikers Boris Nemtsov sind die fünf Angeklagten zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Der Haupttäter Saur Dadajew, der im Februar 2015 die tödlichen Schüsse auf den bekannten russischen Oppositionellen abgefeuert hatte, muss für 20 Jahre ins Gefängnis, wie ein Moskauer Richter am Donnerstag entschied. Seine vier mitangeklagten Helfer erhielten Haftstrafen zwischen 11 und 19 Jahren. Die fünf Männer aus Tschetschenien und Inguschetien hatten sich für unschuldig erklärt. Die Ermordung des 55 Jahre alten Regierungsgegners löste weltweit Bestürzung aus. Der frühere Vizeministerpräsident war einer der prominentesten Widersacher von Präsident Wladimir Putin. Nemtsov war in Sichtweite des Kreml erschossen worden. Als Auftraggeber wurde im Dezember 2015 der Tschetschene Ruslan Mochidinow identifiziert, der jedoch weiterhin flüchtig ist.